Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück auf Averianin in Animal Crossing New Horizons. So, ich habe, wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, meinen Übergabeplatz mal so ein bisschen gestaltet. Heißt, ich habe hier vom Flughafen aus nach links auch mal einen Weg gebaut, habe hier mehr oder weniger alle Bäume weggenommen, außer die, die halt zu meinem Grundstück stehen, weil ich das eigentlich ganz, ganz knuffig so finde. Und jetzt ist mir aufgefallen, Moment, habe ich denn hier noch, guck mal, ich habe hier noch ein bisschen Zaun über, aufstellen. Den möchte ich hier nämlich ganz gern noch zwischen den Baum setzen. Plupp, dann sind nämlich die Bäume hier komplett eingezäunt. Na, das müsste, Moment, ja, hier und da steht ein Baum, ne? Wunderbar. Sollte aufgehen, sodass das jetzt hier wunderbar eingezäunt ist. Sieht jedenfalls so aus. Na, obwohl, da könnte, glaube ich, sogar noch ein Zaun hin. Ja, tatsächlich. Ja, jetzt ist das richtig. Jetzt kann ich den obersten wahrscheinlich wegnehmen. Ja, und ich habe mir halt überlegt, hier so mehrere Stände zu machen. Und das, was nicht in die Stände passt, das lege ich hier vorne hin. So, jetzt habe ich noch zwei Stände gebastelt und ich war ein bisschen pleite. Und ja, jetzt muss ich erstmal, oh, jetzt nehme ich noch nicht mal den Weg, ne? Jetzt muss ich mal zu Schlepp und Nepp und nochmal diese Umgestaltungskits kaufen. Denn ich habe noch zwei Stände über, die, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so schön sind. Demzufolge muss ich mir noch ein paar Kits kaufen. Ah, die sind gar nicht mal so günstig. Eieieiei. Oh Mann. Ja. Und schon bin ich gleich wieder pleite. So. Drei. Wie viel habe ich denn jetzt? Jetzt muss ich mal gucken in mein Inventar. Moment. Sechs. Oh, das reicht sogar. Dann behalte ich noch ein paar Taler über. Tschüss, Jungs. Oh je. Ist gar nicht so einfach hier, wenn man das alles so ein bisschen schön haben will. Ich habe mich jetzt doch gegen dieses Karo-Muster entschieden und erstmal für das Muster, was ich an meinem Blumenstand habe. Moment. So. Mach mal weg da. So. Nein, ich will nicht zerstören. Ach, wenn man zu schnell klickt. Mensch. Ich möchte gerne etwas umgestalten und zwar höchstwahrscheinlich diese beiden Verkaufsstände. Mit dem dunklen Holz finde ich das ein bisschen schöner. Und dann machen wir das so. Ja, ja. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal in einem dezenteren Lila neu. Also ein bisschen dunkler. Kann auch sein. Aber erstmal lasse ich es so. So, mit dem dunklen Holz. Nee, hier. Ich möchte das gern so und umgestalten. Ja, möchte ich. Dann stellen wir die beiden Stände da jetzt auch noch mit hin. Und dann können wir die schon bestücken. Und dann kann mein Besuch, beziehungsweise kann ich mal die ganzen Sachen aus dem Haus rausholen. Da liegt ja noch so einiges drin, was da nicht hin soll. Oh, steht mal richtig gleich auf Anhieb. Na, das ist ja ein Ding. So, und dann kommst du noch hier hin. Ja, hervorragend. Sehr gut. Na, dann ist das schön einheitlich, in einem Design festgehalten. Und ja, gefällt mir besser, als wenn man es jetzt kunterbunt machen würde. Ja, jetzt habe ich natürlich erstmal so die Blumen dahinter gesetzt, wie ich sie gerade übrig hatte. Aber was heißt übrig hatte? Ich überlege, ob ich halt überall die Lilien setze. Weil dort hinten habe ich noch ein paar Hyazinthen hingesetzt. Da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich es auch wirklich kreuz und quer kunterbunt. Dass ich dann immer Blumen zur Auswahl habe. Vielleicht ist dann irgendwann von jeder Farbe alles da vertreten. Ist durchaus möglich. Oh je. Ist es nicht so einfach. Jetzt habe ich jetzt haufenweise Bäume über. Ich habe die Straßenlampen noch über. Was mache ich denn damit? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, hier auch noch eine Straßenlampe hinzusetzen.
Wenn ich hier vielleicht. Nee, wir setzen mal hier noch eine hin. Vielleicht hier könnte man machen. Straßenlampe platzieren. Oh. Ja, die ist ein bisschen dolle auf dem Weg. Komm mal noch ein bisschen runter, jawohl. Und dann glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir hier noch mal eine setzen. Ich möchte ganz gern, dass mehr oder weniger irgendwann alles so wunderbar beleuchtet ist. Na, wenn man hier nachts durchläuft, dass alles schön hell, beziehungsweise ja, überall so Lichtflecken sind. Ja, es wird natürlich mit Blümchen noch aufgehübscht, das versteht sich, ja. Naja, so ist das halt. Dauert alles so seine Zeit. Ja, es hat geregnet vorhin. Ich bin in meinem Regenoutfit unterwegs. Ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt, wenn wir schon sowas haben, ne? Das Alkovenmobil machen wir mal ins Lager, den Wagen auch. Dann habe ich ein Kurzarmhemd bekommen. Also ich habe schon wieder einiges bekommen aus den Ballons. Ist schon wieder herrlich. Ja, sehr gut. Jetzt überlege ich, was ich mit den Zäunen mache. Ob ich die da vorne hinsetze? Nee, ich packe sie erstmal wieder ins Lager. Und ja, was haben wir hier noch? Nageldeko-Set. Wie sieht das eigentlich aus? Wir platzieren das mal. Ui, na, das ist doch mal süß, oder? Sehr gut. Oh je. So, du kommst auch ins Lager. Ja, sehr gut. Nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte erstmal hier die ganzen Sachen einsagen. Ja, auch wenn der hiesige Tag vorbei ist, meine Kinder haben nicht alle Rezepte, beziehungsweise alle Bastelanleitungen. Und ich denke, das ist jetzt so das, was ich jetzt so zusammengekommen habe, den Bretterzaun und so weiter. Und wenn mein Großer seine Switch endlich hat, dann kann der sich natürlich dadurch die Rezepte oder die Bastelanleitungen noch holen und auch bekommen, hat vielleicht dadurch einen etwas entspannteren Start. Ja, könnte man vielleicht als Cheaten darstellen, finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, ich habe die Sachen hier ungenutzt rumliegen. Ja, ich finde die in einer Tour und warum soll ich die Sachen denn nicht weitergeben, ne? Ach, nicht erlernen, sowas Blödes. Ich möchte das gern hier ablegen, Döcke. Ablegen. Wunderbar. Na, dann ist das hier ein bisschen ordentlicher. Ist das nicht einfach so dahingebabbelt? Und also ich finde es besser. Muss mal gucken, was hier doppelt und dreifach ist. Ne? Das kann man ja dann auch nochmal weiterschicken, beziehungsweise, ja, weiß ich auch nicht, verkaufen. So, ablegen. Sehr gut. Dann haben wir noch den Stand. Und dann dürfen jetzt erstmal keine neuen Bastelanleitungen kommen. Oh, mal die Bambusmatte habe ich jetzt hier auch zweimal. Ablegen. Und dann können wir doch das Aquarium, stellen wir einfach mit hier hin, platzieren. Ich habe ja schon ein Aquarium. Ich habe hier auch noch mal das zweite Mal diese, ja, wie heißt das eigentlich? Moment, ich muss gucken. Das Laborset bekommen. Und zweimal brauche ich es nicht. Einmal steht ja da drüben im Garten noch. Ja, und ich denke, das ist ganz okay so. Dann können das die Kinder bekommen. Ja, ehe ich das jetzt hier. Ich meine, ich könnte es verkaufen und damit ein bisschen Geld verdienen, auf jeden Fall. Aber naja, muss ja nicht sein, ne? So, das heißt, meine Gästeecke ist im Endeffekt so weit eingerichtet mit den Blümchen. Ja, das werde ich im Laufe der Zeit dann noch gucken, wie ich das mache. Vielleicht, wenn ich irgendwann ganz viele rosane oder lilane Blumen habe, dann würde das ja hier farblich dazu passen, ne? Ich denke, das ist okay. Das kann man so machen. Ja, wie so ein kleiner Marktplatz. Nur, ja, das ist in Ordnung. Kann man durchaus machen. So, sehr gut. Dann kann ich mich ja jetzt hier mal weiter mit dem Wegetool beschäftigen. Denn ich muss ja auch noch hier hoch, ne? Hier oben muss ja auch noch ein Weg hin. Nee, nicht da drauf klicken. Jetzt muss ich erstmal wieder hier rein in den Inseldesigner. Ja, ich möchte unbedingt was machen. Genau.
Insel Designer, jupp. Und los geht's. Tada! So, und jetzt muss ich mir aber hier wieder den anderen Weg zurechtsuchen. Einmal so. Und dann ziehen wir hier gnadenlos durch. Ist natürlich dann hier sehr aufgeräumt, der Teil, ne? Im Vergleich zum Rest der Insel. Oje, oje. Da muss ich den Stein dann nachher noch aus dem Weg räumen. Da mache ich ja mehr oder weniger, wenn ich was umplatziere von Steinen und Co., da mache ich das einmal am Tag. Denn jeden Tag spawnt denn einmal neu. Also die Steine, ne? Und dann kann man jeden Tag einmal ja, sich entscheiden, neun. Und sagen, ich möchte den Stein hier nicht mehr haben. Jetzt aktuell hatte er mich hier nicht gestört. Aber ich glaube, ich möchte den hier nicht mitten im Wege stehen haben. Nee, also das möchte ich schon ordentlich haben, dass man hier im Endeffekt einen ganzen Weg drumherum hat. So, dann gehst du nochmal in die Richtung und in die Richtung. Dann haben wir hier so eine schöne Kreuzung. Wunderbar. Ja, meine kleine Mareile. Die habe ich gestern echt nicht. Also, ich nehme das jetzt nochmal am Ostermontag auf. Ja, ein bisschen Zeit. Dann kann man sich mal mit solchen Sachen beschäftigen. Ja, war ich ein bisschen traurig, dass ich die gestern nicht gesehen habe. Ich habe die echt gesucht am Ostersonntag, wie bekloppt, und habe die nicht gefunden, ne? Jetzt bin ich irgendwie hier. Warte. So, hervorragend. So, dann nimmt das Ganze nämlich endlich Form und Gestalt an. Ja. Gut, ist halt ein bisschen zeitaufwendiger das Ganze. Jetzt nicht übel spannend und spektakulär. Aber man sieht am Ende das, was passiert ist. Ne? Es entsteht dann wirklich jetzt ein richtiges Stadtdesign daraus. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, das hier kann ich dann dicht machen, wenn ich Gäste bekomme. Dass die, also wenn ich nicht möchte, dass die sich frei auf meiner Insel bewegen können. Ne? Das ist doch sehr gut. So, wunderbar. Dann nehmen wir den Stein nachher noch weg. Und dann würde ich sagen, wir gucken doch einfach mal bei Mareile vorbei. Wer weiß, was da los ist. Hallo. Hallo Mareile, bist du da? Och Gottchen. Mareile hat Ostermontag. Oje, oje, oje. Hey Kleines, was ist denn mit dir? Du meinst, du hast drauf... Ich zeig dir was? Habe ich etwa angetrockneten Sabber im Gesicht hängen? Ist halt so, wenn man knallhart durchpennt. Ja. Hast du heute Quasselwasser getrunken, Hühnermist? Ja, ich will plaudern. Oh, mein Bauklotzbett ist akkurat gemacht. Beim Anarchisten im Herzen, aber sonst muss alles picobello sein. Das Schönste nach einer durchgemachten Nacht schließlich K.O. ins sauber gemachte Bett zu fallen. Ja, ach du bist süß. Habe ich irgendwas für dich? Guck mal, bei Mareile könnte doch mal ein Blümchen hier rein, oder? Tut dir vor lauter Labern nicht schon der Kiefer weh? Zumindest kannst du immer was Cooles sagen, wa? Bitteschön, Mareile, ich habe dir was mitgebracht. Ich möchte, dass es ein bisschen schöner bei dir ist. Du kriegst ein Blümchen, guck mal. Oh, da hat aber jemand zwei grüne Daumen. Check mal, wie knuffig die Rotlilie ist. Das hast du ausgesucht, weil ich dich immer Gänseblümchen nenne, ne? Der Wink mit dem ganzen Zaun hat gefruchtet. Ja. Kannst du denn hier reinstellen? Und dann ist das schön. So, warte mal, jetzt gehen wir mal raus und gucken, ob es das vielleicht beim Reinlaufen gleich schon wieder gestellt hat. Ja. Gehen wir nochmal wieder rein und gucken. Aber manchmal dauert das auch eine Weile. Nee, hat sie noch nicht gestellt. Ja, die hat ja hier schon so einiges von mir bekommen. Die Werkbank habe ich ihr, glaube ich, nicht geschenkt. Na? Aber die hat, ja, die hat hier umtapeziert, kann das sein? Die hatte doch früher das hier anders, oder? Muss ich mal in die alten Folgen reingucken. Ja, Mareile, meine Süße, bis später. Oh je. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Oh, was ist denn hier oben los?
Machst du sauber vor deinem Haus? Hi, grüß dich. Ja, gehst du auch gerade spazieren? Yippie. Lass uns plaudern, Bastel. Ach, Menno, heute habe ich etwas verschlafen, aber das macht nichts. Jetzt kann ich Frühstück und Mittagessen gleichzeitig essen. Ja. Das Problem hat Bastel irgendwie öfter mal und Bastel hat ein total knuffiges Haus. So richtiger Lehrer. Mal ein bisschen Taler hier mitnehmen. Sehr gut. So, und dann kann ich mich auch hier bei unseren beiden Schneidermädels mal, ja, blumentechnisch langsam aber sicher betätigen, dass die da auch ein bisschen schöner kriegen. Ich überlege tatsächlich, ob ich denen die Hyazinthen hinstelle. Mal schauen. So, gucken wir mal hier vorbei. Der Daniel. Hallo. Na? Hey, kleiner Mann. Na, wenn das nicht ja wäre, ja, ist so schön früh am Morgen, bescheiden in meinem Eigenheim, wo ich will plaudern. Angeblich wachsen Pflanzen besser, wenn man jeden Tag mit ihnen redet. Ich glaube das eigentlich nicht, aber ich rede jetzt trotzdem immer mit meinem Pilzschirm. Mist, das klingt jetzt irgendwie, als wäre ich so ein eigenbrötlerischer Sonderling, aber nö. Hey, schick. Was machst du jetzt? Ah, hat einen Lolli. Ich will auch einen Lolli. Krieg ich auch einen Lolli? Na, wie geht's denn so? Bist du nicht mit Bigo befreundet, der neulich hier war? Weißt du, warum er schon eine Weile nicht mehr von Begonien hergekommen ist? Ja, der ist gerade bei seinem Papa zu Besuch. Also kommt bald wieder. Vielleicht heute Abend sogar schon. Oh je. Ist mir ein bisschen peinlich, wenn du mein Mobiliar unter die Lupe nimmst. Bah, egal. Ich finde das eigentlich sehr cool, ne? Ich möchte auch so eine Pilzlampe haben. Ich denke, da kommen wir dann Richtung Herbst hin, ne? Der hat ja hier so ein Herbsthaus, einen Pilztisch, ne? Ich meine, diese Anlage, ne? Die könnten wir schon mal haben wollen, Tutentäten. So eine Bambusmusikanlage, dann könnten wir ja in unserer Asia-Ecke da hinten auch mal ein bisschen, ne, ein bisschen musikalischer gestalten. So, hier habe ich auch ein bisschen umgestaltet. Hier ist es ein kleiner Platz geworden für den Laden. Dann sagen wir doch den beiden Mädels, wir machen heute mal so eine kleine Rundtour. Wir sagen erstmal überall Tach. Ist jetzt nicht so, dass ich Geld zum Shoppen hätte. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Ein Clownskostüm? Hey, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Oh, die Jeansjacke ist ja knuffig. Was ist das denn? Den Hut habe ich schon. Hi. Hey, entschuldige, aber unsere Auftragsbücher platzen aus allen Nähten. Wir müssen uns leider ein andermal unterhalten, aber danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, gern. Ich möchte eigentlich gar nichts kaufen. Oh, möchtest du in unseren Umkleideraum gehen? Ja, kein Problem. Okay. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Das ist ja knuffig. Entschuldigung. Wie sieht das denn aus? Galakleid. Oh. Schön. Oh, ach, das ist das Gothic-Kleid. Guck mal, mit Kette. Ist ja süß. Okay, ja, den Hut habe ich sogar schon, den Schmuckhut. Brownline-Brille. Nee, danke. Lass mal gut sein. Die möchte ich nicht. Aber hier so schwarze Socken könnte. Modestrumpfhose, natürlich. Die könnte man immer mal gebrauchen. Ja. Wie sehen denn hier diese. Oh, ja. Oh. Okay. Okay. Oh. Was bist du denn? Blumenhaarspange. Okay. Ist auch niedlich. Okay, na, so ein Harlequin-Kostüm werden wir uns natürlich nicht anziehen. Ich meine, lustig wäre es schon, ne? So zum Fasching hin dann mal.
Das ist ja wohl mal wirklich putzig, oder? So ein Galakleid. Gibt es denn auch den passenden? Oh, ja. Nein, den ziehen wir nicht auf. Ich habe den in Schwarz, das reicht. Dann bräuchten wir allerdings vielleicht farblich passenderes Schuhwerk. Naja, passt nicht ganz, ne? Uiuiui. Oh, die sind schick. Die sind echt schick. So mit Pailletten drauf, ne? Eieieiei. Riemchenschuhe. Ich muss mir auch unbedingt hier noch so ein paar Schlappen für den Strand holen. Ein paar haben wir ja schon. Ja, wäre denn dieses der farblich passende Ton? So halbwegs, wa? Ja, nicht wahr? Ja, dann würde ich sagen, ein bisschen schick kann man ja mal sein, ja? Also, nee, es ist heute sehr regnerisch und kalt. Das kann ich leider nicht tragen. Ja, warte, warte, ja. Moment. Ja, ich muss die Strandschuhe noch kaufen. Also, das geht so nicht. Wobei hier die Pullis sind ja auch der Knüller, ja? So ein bisschen was, ja, so für kalte Tage. Und dann hier vielleicht so eine schöne bunte Hose dazu. Ist auch so, wie man zu Hause rumrennt oder etwa nicht, ne? Ja, so macht man das. Vielleicht. Komm, das ist lustig. Das kann man mal machen. Ja. Die haben wir, glaube ich, schon, aber die noch nicht, ne? Ja. Wir gehen zur Kasse. Nee, die möchte ich auch nicht tragen. Es ist schön. Es ist herrlich, wenn man sein Haus voll ausgebaut hat und ein großes Lager hat. Ja, macht's gut, ihr zwei beiden Hübschen. Bis demnächst. Ja. Ja, man weiß ja nicht, was hier so für Feste sind. Und dann können wir uns dann demnächst ordentlich den Festen entsprechend kleiden. Ja, also. Du bist nicht zu Hause. Du machst Yoga. Warum machst du denn sowas? Das ist doch nicht gut für den Rücken. Vielleicht. Ja, dann sortiere ich mal meine Handtasche nach Farbe und. Oh, hallo. Ich hoffe, du hast heute nicht so viel zu tun wie ich. Ja, ich habe schon im Wege verlegt, falls dir das nicht aufgefallen ist. Doch, das finde ich gut. Sehr schön. Oh, meine Mupfeln liegen hier noch oben. Ja, du mit deinen komischen Sachen, die mir immer nicht gefallen. Ich muss mal herausfinden, wann ich hier bei Schlepp und Nepp, wann die sich ausbauen. Müsste doch jetzt so langsam, aber sicher. Muss noch eins vor. Müsste doch jetzt so langsam, aber sicher mal so weit sein, oder? Habt doch alle, und so. Ich müsste mal googeln, was ich da für Voraussetzungen haben muss. Damit Schlepp und Nepp sich ausbauen. Ja gut, dann sind wir wieder am Anfang angekommen. Meine ja, Besucherecke ist fertig. Wir haben uns mal ein bisschen mit modisch schickeren Sachen eingekleidet. Also die nächsten Events können kommen. Ja, dann würde ich sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.